Hallo und herzlich willkommen zu Phoenix Wright Ace Attorney. Im letzten Part, bevor es losgeht mit dem ersten Fall, hat uns der Richter erstmal ein paar Fragen gestellt, damit wir überhaupt wenigstens wissen, worum es bei dem Fall überhaupt eigentlich geht. Genau jetzt, wo wir letztens genau an dieser Stelle aufgehört haben, fangen wir jetzt direkt an. Lassen Sie uns mit dieser Verhandlung fortfahren, in Ordnung? Ich halte das Motiv des Angeklagten für eindeutig. Ja, ziemlich. Oh Mann, das sieht gar nicht gut aus. Nächste Frage. Sie gingen am Tag des Mordes zur Wohnung des Opfers, nicht wahr? Oh. Nun, ja oder nein? Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Oh je, er war da. Passt jetzt. Ehrlich antworten lassen oder nicht antworten lassen? Schwierig, schwierig, schwierig. Na, nicht antworten lassen. Ich gebe ihm ein Zeichen. Lüg wie gedruckt. Nun, sehen Sie, ich kann mich nicht erinnern. Nicht erinnern? Dann müssen wir Ihnen wohl auf die Sprünge helfen. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Wir haben einen Zeugen, der beweisen kann, dass er sehr wohl an dem Tag zur Wohnung des Opfers gegangen ist. Nun, das macht die Sache einfacher. Wer ist Ihr Zeuge? Der Mann, der die Leiche des Opfers gefunden hat. Kurz bevor er den grausamen Fund machte, hat er gesehen, wie der Angeklagte vom Tatort geflohen ist. Das sehen wir ja gleich. Ruhe, Ruhe im Gerichtssaal. Herr Payne, die Anklage darf ihre Zeugen aufrufen. Ja, euer Ehren. Das sieht schlecht aus. Am Tag des Mordes hat mein Zeuge im Haus des Opfers Zeitungen verkauft. Holen Sie bitte Herr Frank Savitt in den Zeugenstand. Herr Savitt, Sie verkaufen Zeitungsabonnements, stimmt das? Oh ja, Zeitung, klar. Herr Savitt, machen Sie Ihre Aussage. Bitte sagen Sie dem Gericht, was Sie am Tag des Mordes gesehen haben. Zeugenaussage. Okay, dann leg los. Ich ging von Tür zu Tür und verkaufte Abos, als ein Mann aus einer Wohnung floh. Es sah so aus, als hätte er es eilig, weil er die Tür nicht hinter sich zumachte. Das kam mir komisch vor und ich warf einen Blick in die Wohnung. Dann sah ich sie da liegen, eine Frau, reglos, tot. Ich bekam Angst, fing an zu zittern und traute mich nicht hineinzugehen. Ich wollte sofort die Polizei rufen. Aber das Telefon in der Wohnung funktionierte nicht. Ich ging den nahegelegenen Park und fand dort ein öffentliches Telefon. Ich weiß noch, es war genau 13 Uhr. Der Mann, der wegrannte, war ohne Zweifel der Angeklagte dort drüben. Larry, warum hast du nicht die Wahrheit gesagt? Ich kann dich gegen so eine Aussage nicht verteidigen. Übrigens, warum funktionierte das Telefon in der Wohnung des Opfers nicht? Euer Ehren, zum Zeitpunkt des Mordes gab es einen Stromausfall im Gebäude. Sollten Telefone nicht auch bei einem Stromausfall funktionieren? Ja, Euer Ehren, aber manche schnurlose Telefone funktionieren eben nicht normal. Das Telefon, mit dem es Herr Savitt probierte, war ein solches. Euer Ehren, ich habe hier ein Protokoll des Stromausfalls zur Einsicht. Stromausfallprotokoll zur Gerichtsakte hinzugefügt. Und jetzt haben wir einen weiteren Beweis. Nun, Herr White, Ja, Euer Ehren? Sie können jetzt mit dem Kreuzverhör beginnen. Kreuzverhör, Euer Ehren? Na gut, White, es ist soweit. Jetzt geht's ums Ganze.
Was genau soll ich jetzt tun? Decken Sie auf, wo der Zeuge bei seiner Aussage gelogen hat. Gelogen? Was? Er hat gelogen? Ihr Mandant ist doch unschuldig, oder? Dann hat der Zeuge bei seiner Aussage gelogen. Oder ist Ihr Mandant doch schuldig? Wie kann ich das Gegenteil beweisen? Sie haben es in der Hand. Suchen Sie bei den Beweisen. Vergleichen Sie die Aussage mit den Beweisen, die es gibt. Da muss es einen Widerspruch geben. Suchen Sie die Widersprüche zwischen Gerichtsakte und Zeugenaussage, wenn Sie den entscheidenden Widerspruch gefunden haben. Decken Sie ihn auf und stopfen Sie dem Zeugen damit den Mund. Okay. Drücken Sie die Taste für die Gerichtsakte und decken Sie die Widersprüche auf. Kreuzverhör, Zeugenbericht. Jetzt geht's ums Ganze. Ich ging von Tür zu Tür und verkaufte Abos, als ein Mann aus einer Wohnung floh. Ist denn ein Mann, der eine Wohnung verlässt, nicht was ganz Normales? Mir kommt es komisch vor, dass er Ihnen auffiel. Ich weiß nicht, er kam mir nur sonderbar vor, das ist alles. Als ob er wütend war und gleichzeitig verängstigt, wie ein Verbrecher, der vom Tatort flieht. Die Verteidigung bittet den Zeugen, Mutmaßungen zu unterlassen. Natürlich, der Zeuge meint damit, dass der Mann verdächtig aussah. Gut, was passierte danach? Es sah so aus, als hätte er es eilig, weil er die Tür nicht hinter sich zumachte. Ach, um noch kurz zu erklären, bei dem Kreuzverhör sind 5 Ausrufezeichen hinzugefügt worden. Die Ausrufezeichen sind sozusagen 5 Versuche und wenn wir irgendwie falsch daneben gelegen haben, also mit irgendeiner Aussage oder irgendwas präsentiert, was damit überhaupt nichts zu tun hat, ist ein Ausrufezeichen weg. Und ich denke, glaube ich zumindest, wenn alle 5 Ausrufezeichen halt weg sind oder so, haben wir gefailt und dürfen, glaube ich, von vorne anfangen oder irgendwas oder so. Ich hoffe, dass es dazu nicht kommt, leider. Halb offen? Sagen Sie? Ja, ja. Die Tür stand halb offen, genau. Ich wartete eine Weile ab, aber es kam niemand, um sie zuzumachen. Das ist komisch. In einer so großen Stadt, dachte ich. Ich verstehe. Und was geschah danach? Oder dann? Das kam mir komisch vor. Und ich warf einen Blick in die Wohnung. Ja. Warum haben Sie das getan? Sehen Sie, die Tür stand halb offen. Ist es nicht ganz normal, dann einen Blick hineinzuwerfen? Wir steigen doch auf Berge, weil es sie gibt. Das ist das Gleiche. Das sind wahre Worte. Jeder wollte einen Blick hineinwerfen. Warum hat Payne ihn so schnell unterbrochen? Also haben sie in die Wohnung hineingeschaut. Was geschah dann? Dann sah ich sie da liegen. Eine Frau. Reglos. Tot. Moment mal! Waren Sie sich sicher, dass sie tot war? Nun, nein, ich glaube nicht. Aber sie rührte sich kein bisschen und überall war Blut. Ich glaube, das hätte für jeden nach einer Toten ausgesehen. Nun gut, was geschah dann? Ich bekam Angst, fing an zu zittern und traute mich nicht hineinzugehen. Sie haben also in der Wohnung nichts angefasst.
Ja. Ich meine, nein, nichts. Gut, was geschah als nächstes? Ich wollte sofort die Polizei rufen. Können wir überhaupt bei diesen Aussagen irgendwas präsentieren, was irgendwie wichtig sein könnte? Okay, anscheinend nicht. Bis jetzt. Na, mal schauen. Ich wollte sofort die Polizei rufen. Moment mal. Sie wollten die Polizei rufen? Heißt das, Sie haben es nicht getan? Ich bitte Sie, hören Sie sich doch den Rest der Aussagen an. Sie wollten die Polizei rufen. Was geschah dann? Aber das Telefon in der Wohnung funktionierte nicht. Das Telefon in ihrer Wohnung funktionierte nicht? Ja, ich meine, nein, es funktionierte nicht, das stimmt. Aber sie haben gesagt, sie hätten die Wohnung nicht betreten, oder etwa doch? Oh ja, das kann ich erklären. Da war ein schnurloses Telefon auf einem Regal im Eingangsbereich. Ich fasste hinein und versuchte damit anzurufen. Und das Telefon funktionierte nicht, richtig? Was geschah dann? Ich ging in den nahegelegenen Park und fand dort ein öffentliches Telefon. Warum benutzen Sie ein öffentliches Telefon? Nun, sehen Sie, ich habe kein Handy. Und mitten am Nachmittag machte mir in den anderen Wohnungen niemanden auf. Gut. Um wie viel Uhr haben Sie nochmal angerufen? Ich weiß noch, es war genau 13 Uhr. Jetzt müssen wir nochmal gucken, ne? Nee. Stromausfallprotokoll. 12 Uhr bis 18 Uhr kein Strom. Nee, das war ja am Haus. Und er hat gesagt, das war ja in einem öffentlichen Telefon. Ich will jetzt auch nicht hier ein Risiko eingehen und das jetzt versuchen. Schwierig. Lassen wir ihn erstmal ausreden. Weil wir können eh immer hier hin und her blicken und dann dennoch irgendwas präsentieren, was uns nützlich sein könnte. Moment mal. 13 Uhr? Sind Sie sich sicher? Ja, absolut. Er wirkt sehr sicher. 13 Uhr? White, kommt Ihnen das nicht komisch vor? Legen Sie Beweise vor, um seine Aussage zu widerlegen. Ich weiß noch, es war genau 13 Uhr. Hey, also doch, oder was? Okay, ich gehe mal auf Risiko. Ich versuch's mal doch. Euer Ehren, was halten Sie von der Zeugenaussage? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Sie widerspricht klar den, ich dachte. Scheiße! Okay, wie ich gesagt habe, ich hätte es nicht machen sollen. Ach Mann, ey. Wir müssen nachdenken, auf jeden Fall. Das hört sich nicht sehr überzeugend an, Herr White. Einspruch abgelehnt. Jetzt haben wir nur noch 4 Ausrufezeichen. Oh Mann, ey. Das hat mir beim Richter wohl kaum Punkte gebracht. Ja, definitiv. Wenn man das im Real Life machen oder so, würde man denken, was ist denn das für einer? Für der Anfänger. Okay, machen wir weiter. Der Mann, der wegrannte, war ohne Zweifel der Angeklagte dort drüben. Das ist alles.
Es muss da irgendwo einen Widerspruch geben. Drücken Sie die Taste für die Gerichtsakte, wenn Sie etwas verdächtig finden. Finden Sie dann den Beweis, der der Aussage widerspricht, und legen Sie diesen vor. Jetzt mal gucken, wie der Zeit. Ja. Ich ging von Tür zu Tür und verkaufte Abos, als ein Mann aus einer Wohnung floh. Ah, Mann, ey. Bisschen schwierig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na, da ist nix, also machen wir erstmal weiter. Oh Mann, ey, verdammt. Warum Stromausfall kannst du da nicht legen, wenn eine Frau tot ist? Hä? Warte mal, wie war das nochmal hier? Nee, okay, auch nicht. Hä? Ich bekam Angst, fing an zu zittern und traute mich nicht hineinzugehen. Ah, Mann, verdammt. Wie Mia gesagt, es muss irgendwo einen Widerspruch geben. Verdammt! Okay, weiter. Funktionierte nicht. Das stimmt, wegen diesem Protokoll da. Aber wenn man das zeigen, hat er damit nichts zu tun, weil er die Wahrheit sagt. Hä? Hä? Ich verstehe hier gerade überhaupt gar nichts. Am besten, bevor der Part überlänge hat, mache ich einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Okay. Ich glaube, ich habe doch eine Vermutung. Das ist das hier. Weil der Todeszeit war zwischen 16 bis 17 Uhr. Und er hat gesagt, dass es genau 13 Uhr war. Aber ungefähr da, ich glaube, ungefähr auch die Uhrzeit hatte auch die Leiche gefunden. Kann aber nicht sein, weil das zwischen 16 und 17 Uhr war. Also gehe ich davon aus, dass wir das präsentieren müssten. Wenn es nicht ist, habe ich total gefailt und mein Gedanke war ziemlich behindert. Okay, dann ist es richtig. Weil wenn die Musik aufhört, dann kann es noch richtig sein. Okay. Sie fanden die Leiche um 13 Uhr. Sind Sie sicher? Ja. Es war 13 Uhr, ganz sicher. Offen gesagt, kann ich Ihnen das kaum glauben. Ihre Aussage steht ganz und gar im Widerspruch zum Autopsiebericht. Die Autopsie stellt eine Todeszeit von nach 16 Uhr fest. Es gab um 13 Uhr keine Leiche zu finden. Wie erklären Sie diesen Zeitunterschied von 3 Stunden? Ach das, Freispruch. Das ist belanglos. Der Zeug hat einfach die Uhrzeit vergessen. Nach dieser Aussage kann ich das nur schwer glauben. Herr Savitt, warum waren Sie so sicher, dass Sie die Leiche um 13 Uhr gefunden haben?
Mann, das ist wirklich eine gute Frage. Gute Arbeit, White. Zeit, ihn in Schwierigkeiten zu bringen. Das ist alles, was Sie tun müssen. Decken Sie Widersprüche auf. Jeder Lüge folgt eine weitere. Finden Sie eine und die ganze Geschichte fällt in sich zusammen. Warten Sie, ich erinnere mich jetzt. Wollen Sie Ihre Aussage wiederholen? Zeugenaussage von Zeitpunkt. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Phoenix Wright Ace Attorney. Das war's von mir, Alexi 42301 und bis zum nächsten Mal. Ciao.